believers just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung auf meinem Kanal. Heute sind wir auf dem Kanal vom lieben Lord Lennart LP. Ja, 163 Abonnenten, 9437 Aufrufe und seit dem 4.9.2014 mit dabei. Also seit einem guten Jahr, würde ich mal sagen. Seit mehr als einem guten Jahr, seit knapp anderthalb Jahren, sagen wir mal. So, Beschreibung, ab in die Beschreibung. Hi, willkommen auf diesem Kanal, ich bin Lord Lennart LP und hoffe, dass du diesen Kanal abonnierst. Ich bin mit diesem Kanal durch dick und dünn gegangen und verbessere mich stetig. Kontakt, wenn du Fragen, Ideen oder einfach nur lustige Sachen hast, wo du willst, dass ich sie sehe, dann kannst du diese unter Hashtag LordArmy auf Twitter posten. Falls du ein YouTuber oder Streamer bist, der gerne mal was mit mir machen würde, wäre es besser, du schreibst eine E-Mail an lordlennartlp@gmx.de. Partner, es gibt viele YouTuber, mit denen ich mehr oder weniger gute Erfahrungen gemacht habe. Die besten sind die bei mir an der Seite verlinkten Partner. Also hier, die YouTuber hier oder die Kanäle schaut ihr am liebsten, denen ihr am besten befreundet, so kann man sagen. Dann hat er hier noch Specials hingeschrieben, 150, 250, 400 und 500. Wahrscheinlich seine Abonnentenzahl. Ach ja, klar, also bei den Abonnentenzahlen gibt es ein Special. So, jetzt habe ich es verstanden. Ha, muss erstmal nachdenken. So, hier wie gesagt dann noch ein Livestream-Kanal bei Twitch, ne? Oder auch, klar, wo auch sonst. Ich meine, auf YouNow geht das auch oder auf Hitbox, aber er hat es auf Twitch und ein Twitter-Account, wie gerade oben schon erwähnt. Bei Kontakt, wenn ihr irgendwas Lustiges habt, müsst ihr einfach nur den Hashtag LordArmy benutzen. Schaut mal vorbei, ist bestimmt eine ganz witzige Sache. Und dann, ja, ein Google Plus-Account hat eh jeder. Dann schauen wir ab zu den Videos, nach 2 Minuten Beschreibung. Ja, und dort auch, wie bei vielen Kanälen, die ich jetzt zuletzt in der letzten Zeit vorgestellt habe, man kann am Thumbnail nicht direkt erkennen, was er für einen Spielmodus macht. Also ob, keine Ahnung, Minecraft oder League of Legends oder so. Hier zum Beispiel mal, das fällt jetzt spontan ins Auge rein, hat er das Logo vom Hive-Server. Deswegen könnte man sich denken, dass das ein Minecraft-Video ist. Aber jetzt zum Beispiel da drauf, wenn ich zum Beispiel da drauf gehe, ach hier, da steht ja schon Let's Play Magic Side oder so. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Bei so Spielen, wo ich den Namen nicht kenne, da tue ich mich immer schwer. Also hier zum Beispiel Let's Play Minecraft. Da steht es ja auch im Thumbnail drin, abschaubar. 8 HSG. Oder hier zum Beispiel Let's Play. Was steht da? Hans-Peter zu dumm zum Abschrauben. Vor einem Tag das letzte Let's Play. Und dann geht's nicht weiter. Also da weiß man noch nicht so ganz genau dann. Also bei dem Video jetzt zum Beispiel, was für ein Spieler spielt. Ne? Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Hier Minecraft PvP, Twitch und so weiter. Die Thumbnails sind, wie gesagt, sehr auffällig, will ich mal sagen. Also es sticht immer was ins Auge rein, es ist immer was Großes auf dem Thumbnail vorhanden, wie hier zum Beispiel der Frosch oder hier zum Beispiel der, ja, was ist das für ein Tier? Ein Waschbär? Klar, steht ja auch hier unten drinne, Waschbär, oh mein Gott, was ist heute wieder los mit mir? Ja, ihr schaut euch am besten selber mal die Videos an, macht euch selber ein Bild, wie ihr seine Audioqualität und seine Videoqualität findet. Ich finde sie ganz okay, also man kann sich seine Videos anschauen, es ist nicht irgendwie nervig oder so, oder was weiß ich. Und wenn ihr meint, dass es euch so gut gefällt, dass ihr aktiv dabei bleiben wollt bei ihm, dann schaut in die Videobeschreibung bei mir rein. Dort ist der Link zu seinem Kanal. Ich wünsche dir viel Glück weiterhin, ja. Lennart mit deinem Kanal. Hoffe auf weitere aktive Abonnenten und Zuschauer. Zuschauerzahlen sind ja ganz gut aus, finde ich, ne? Ich weiß nicht, ob du auch selber damit zufrieden bist. Aber okay, das soll es von dieser Kanalvorstellung gewesen sein. Jetzt kommen wir wieder zum obligatorischen Gelabere, wie ihr euch bewerben könnt. Also, schreibt mir eine YouTube-Privatnachricht, habt 10 Videos als Mindestvoraussetzung bei euch auf dem Kanal, egal was ihr für ein Genre habt. Ich sag das nochmal, vielleicht trauen sich ja viele Leute nicht zu bewerben, weil sie denken, ah, mein Kanal ist dann dafür nicht so gut geeignet. Aber ist egal, was ihr für ein Genre habt, ob ihr Games macht, wie gesagt, Let's Plays, ob ihr Designer seid, ob ihr Musikbeats macht zum Beispiel, da hatte ich noch keinen Kanal, der sowas gemacht hat, ob ihr Vlogs macht, ja, ob ihr vielleicht ein reiner Tutorial-Kanal seid, ja, vielleicht macht ihr Tutorials über Gott und die Welt, über Photoshop, über Premiere Pro, über was weiß ich, dann ist das auch immer sehr gerne gesehen bei mir auf dem Kanal. In den Kanalvorstellungen natürlich. Dann, wenn ich euch angenommen habe, oder wenn ich kontrolliert habe, dass ihr 10 Videos habt, kommt ihr in eine Liste rein, ja, in ein Google-Dokument, was ich erstellt habe, welches ihr auch immer in meinem Kanalbanner findet. Das ist dort immer verlinkt und dort könnt ihr immer den aktuellen Status sehen, wie weit ich mit eurer Kanalvorstellung bin, ob ich es schon aufgenommen habe, ob ich es geschnitten habe oder ob ich es schon hochgeladen habe. Und wenn ihr schon hochgeladen worden seid, selbst auf geplant, ja, das muss ich nochmal dazu sagen, das habe ich nicht gesagt,
selbst wenn euer Video schon oft geplant ist, steht da ein Ja. Und aber erst wenn euer Video veröffentlicht wurde, also wenn ihr es selber gesehen habt vielleicht oder noch nicht, aber wenn es veröffentlicht wurde, werdet ihr aus der Liste entfernt, weil es nimmt nur unnötig Platz weg. Wisst ihr ja, ne? Kleiner Spaß am Rand. So, dann würde ich sagen, viel Spaß dir, Lord Lennart, habe ich schon zum tausendsten Mal gesagt. Bis zum nächsten Part, bewerbt euch und ciao.